Hallo, liebe Cap Insider und einen, ich muss sagen, schönen Abend, auch wenn ihr oder sie das erst morgen im Laufe des Tages sehen. Ja, warum so ein spätes Video? Deswegen, weil heute ein extrem wichtiger Tag war für Europa, für die europäischen Anleihen, für die europäischen Aktienmärkte, für alles, was mit Kapitalmarkt und Börse zu tun hat. Wir hatten heute die EZB Zinsentscheidssitzung, also es wurde nichts an der Zinsschraube gedreht, aber es wurde eine ganz klare Aussage getätigt, dass das Anleihenkaufprogramm beendet werden wird und ab Juli wird an der Zinsschraube gedreht. Ja, alle haben wir darauf gewartet, wir haben Monate, Jahre darauf gehofft, dass mal was passiert. Die EZB war eine der letzten Notenbanken, wenn nicht sogar die letzte von den führenden Notenbanken, die jetzt reagiert hat. Sie hätte schon viel früher proaktiv agieren können. Aber jetzt ist das Kind schon im Brunnen. Die Inflation ist bei 8,1%. Estland ist mit 13% sogar der Spitzenreiter. Ja, und jetzt haben sie sich doch dazu aufraffen können, etwas zu tun. Was bedeutet das jetzt im Speziellen für unseren Heimatmarktindex, den DAX? Ja, wie gesagt, es wurde viel gehofft, dass die Zinserhöhung kommt. Es wurde erwartet, es wurde herbeigesehnt. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass jetzt einige schon wieder sagen: Oh Gott, Zinserhöhung, das bedeutet eventuell eine Rückkehr der Schuldenkrise in Europa. Man sieht es im Moment auch am Auseinanderdriften der italienischen und deutschen Staatsanleihen. Also hier ist die Gefahr da, dass sich die Schuldenkrise, die ja quasi unterdrückt wurde, jetzt dann wieder zurückmeldet. Ja, DAX nach EZB-Zins, Gänsefüßchen-Entscheid, Gänsefüßchen. Diese Folie kennen Sie schon, die kennt ihr schon. Ja, ich muss darauf hinweisen, das ist natürlich keine individuelle Beratung, das ist kein individueller Depotcheck oder was auch immer. Gehen Sie dazu vertrauensvoll zu meinen Kolleginnen, zu meinen Kollegen bei Donner und Reuschel im Private Banking, in der Beratung. Lassen Sie sich dort beraten. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ersetzen. Ich kann mit Ihnen aber einen Blick in unseren, ja, allseits beliebten Heimatmarktindex DAX werfen. Und hier haben wir ihn auch schon. Hier haben wir den DAX 40 mit dem Schlusskurs vom heutigen Donnerstag, 17:45 Uhr. Und wir sehen hier ein ganz klares Statement der deutschen Anleger, der deutschen Investoren. Die Zinserhöhung wurde negativ aufgenommen. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, alle haben geschrien, wir wollen sie, wir wollen sie. Jetzt kommt sie oder wird avisiert für Ende Juli und jetzt geht der DAX nach unten. Der hängt natürlich damit zusammen, dass die technische Situation vorher schon im stark, sage ich mal, überhitzten Bereich war und gleichzeitig vom Trendfolgeindikator MACD jetzt auch noch ein Verkaufssignal kommt. Und jetzt hat zum einen der DAX es nicht geschafft oder er ist am oberen Bollinger Band vor 3 Tagen abgeprallt. Man sieht das hier oben, wenn Sie meinen Cursor verfolgen, hat dann auch noch die 100-Tage-Linie nach unten durchstoßen, um dann heute auch noch das mittlere Bollinger Band zu unterhandeln. Das heißt, wir haben jetzt noch so eine kleine Bastion 38er-Tage-Linie, aber es könnte durchaus sein, dass wir uns demnächst auch in Richtung unteres Bollinger Band wieder bewegen. Das ist diese Volatilitätsausweitung hier. Das untere Bollinger Band läuft bei 13.755. Das ist noch einiges hin. Da ist noch einiger Weg dorthin. Ja, aber die Indikatoren wie MACD und fallende Stochastik signalisieren eben genau das, was oftmals passiert. Im Vorfeld hat man gesagt, die Zinserhöhung wäre gut. Im Nachhinein macht dann doch der Index wieder das, was er will. Also übergeordnet, die Konsolidierung, die sich die letzten 1, 2 Wochen gebildet hatte, ist jetzt wieder nach unten durchstoßen worden. Also dieser Seitwärtstrend hier, dieser letzten 1, 1,5 Handelswochen, der wurde per heute nach unten verlassen. Der DAX legt also den Fokus wieder nach unten und trotz diesem Statement von Madame Lagarde haben wir jetzt, ja,
Die Misere im Index. Was bedeutet das? Ja, die wichtigsten Marken in nächster Zeit. Die 14.199, das ist hier der Schlusskurs vom 9.6., also von heute 17.45, ist natürlich auch optisch weiter entfernt von den nächsten Widerständen als von den nächsten Supports. Also wir sollten uns auch morgen am letzten Handelstag der Woche nach unten orientieren Richtung 14,25 bzw. 13,871. Ich hatte es vorher erwähnt, vielleicht könnte auch das untere Bollinger Band wieder zum Thema werden. Nach oben hin ist es weiterhin ein weiter Weg und die strategisch wichtigen 14.980, die ja viele wieder erhofft hatten in den letzten 1,5 Handelswochen, die haben sich jetzt erstmal erledigt. Das heißt, der DAX bleibt weiterhin angeschlagen, er bleibt fragil und jetzt kann man sagen, trotz wegen oder was auch immer, die Zinserhöhung ist beschlossene Sache, aber der deutsche Aktienindex hat seine eigene Reaktion darauf. Ja, von daher würde ich die Präsentation jetzt beenden und bin wieder zurück. Ja, hallo. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es hätte gern positiveres Statement abgegeben, gerade nach so einer Zinssitzung, aber die Märkte drehen jetzt erstmal nach unten, schauen wieder nach unten. Wie gesagt, ein Grund ist dafür, dass man natürlich jetzt befürchtet, dass die EU wieder oder die Euro-Schuldenkrise wieder zurückkehrt. Ein Grund dafür ist das Auseinanderdriften der 10-jährigen italienischen Staatspapiere im Vergleich zur 10-jährigen Bundesanleihe. Ja, nichtsdestotrotz, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Sonne am Wochenende, gute Erholung. Wir sehen uns übernächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße und wie sagt man in Bayern, Servus und bis bald.